im Schwarzwald, die Pierre M. Krause Show. Gast ist heute Timo Wopp. Live-Musik kommt von Andreas Kümmert zusammen mit Smith. Und hier ist er. Er wird sie gleich unter alle Biertische trinken. Hier ist Pierre M. Krause. Hat begonnen. Vielen Dank für diesen Hinweis, meine Damen und Herren, in München. Ein paar Daten und Fakten zum Oktoberfest. 2017 waren über 6,2 Millionen Besucher auf dem Oktoberfest. Und fast 200 davon können sich sogar noch erinnern. Noch ein paar Daten und Fakten. Im letzten Jahr wurden 4055 Pfund Sachen gezählt. Neben Handys und Brieftaschen haben die meisten dort ihre Menschenwürde verloren. Und apropos Menschenwürde, über 13.000 Menschen arbeiten beim Oktoberfest und die Hälfte davon ist nur da, um zu verhindern, dass Claudia und Steffen Effenberg sich wieder knutschen. letztes Jahr, der muss sein aus Tradition in dieser Show, letztes Jahr wurden auf dem Oktoberfest 156 Ochsen und 59 Kälber gegessen. Oder wie Rainer Kallmund sagt, amüsgöl. Eine Tradition im Late-Show-Geschäft. Mindestens ein Rainer Kallmund-Gag. Eine sehr schöne aktuelle Studie, die ich verwirrend finde, weil es ist eine Studie, die tatsächlich gerade veröffentlicht wurde, die erklärt, was Deutsche in ihrer Freizeit eher selten tun. Wer auch immer so eine Studie in Auftrag gegeben hat. Was also die Deutschen nicht gerne machen als Hobby. Und, das ist interessant, zu den unbeliebtesten deutschen Hobbys gehört Musizieren. Gehört Musik machen. 78% würden niemals musizieren, laut dieser Umfrage. Und da fragt man sich schon, warum zu den 22 verbleibenden Prozent ausgerechnet Michael Wendler gehören muss. Ebenso unbeliebt übrigens Camping. Hätte ich auch nicht gedacht. Ich dachte, wir sind eine Campernation. Nein, 75% der Befragten würden niemals campen. Und im Osten ist der Anteil noch höher, da hat man mehr Erfahrung im Lager anzünden als aufschlagen. Camping ist wirklich total unbeliebt, das wusste ich gar nicht. Camping ist so unbeliebt, Markus Söder will es gleich mal ausprobieren. Camping, oder wie Boris Becker sagt, mein neues Leben. Ich werde sehr oft gefragt, hey, ist erst die zweite Sendung nach der Sommerpause, was hast denn du gemacht in der Sommerpause? Und ich sage Ihnen, meine Damen und Herren, ich war campen. So, weil ich mir es leisten kann. Und für viele Zuschauer, die es verwirrt sind und sagen, hey, normalerweise kommt doch an dieser Stelle irgendein alter wiederholter Witz. Hier ein Witz aus den SWR-Archiven. Was ist ein Holländer ohne Anhängerkupplung? Obdachlos. Ja. Das mache ich nur, weil ich weiß, dass es ankommt. In diesem Sinne kommt hier die zweite Folge unserer kleinen Reihe von Krause kämmt. Bitteschön. Ja, steht. Morgen! Morgen! Da ist niemand. Ich sag trotzdem morgen. Hallo Frank! Hallo Pierre! So. Wie geht's? Ich hab bestimmt so 8 Minuten geschlafen am Stück. und zwischendurch. Ja, die Vögel, die sind hier sehr früh munter, ne? Das stimmt, ja, es haben, ein paar haben gevögelt, aber vor allem dieses Geräusch, das macht das. Ach, immer die, ja, ja, immer ja, auf und runter. Und man, ja, genau, aber ich meine das Geräusch, das meine ich vor allem. Das Vielen Dank, dass ich hier umsonst wohnen darf. Ne? Das ist ja das Privileg, das man als Prominenter hat, man kriegt alles umsonst. Ich will ja mal endlich wieder für was bezahlen, aber... Ja, was hältst du denn davon, wenn du unserem Hausmeister mal ein bisschen dem über die Schultern guckst? Gerne. Wie groß ist denn der? Ist es anstrengend, dem über die Schulter zu gucken? Komm doch einfach mal mit. Gucken wir mal, dass wir den Money antreffen. Der Money. Da ist er ja. Money. Ja. Hi. Money makes the world. So. And the Ferindor. So, and the Ferindor.
Ich hatte vor, mit dir zum Wohnmobilhafen hochzufahren. Da muss ich noch zwei Schilder aufstellen. Die habt ihr ein paar Schilder hier auf dem Campingplatz oder ist das dann das erste und das zweite Schild? Nein, wir haben natürlich mehrere Schilder. Was mir übrigens sehr gut gefällt, hier ist die Frauentoilette und da steht dann auch die Waschmaschine. Ja? Ja, es waren nur kurze Wege. Gott erhalte meine Gesundheit und die Arbeitskraft meiner Frau. Schon wieder was für so lacht der Südwestin. Laufen wir das jetzt, weil das ist ja riesig groß. Wir fahren. Haben wir so eine richtig coole, rockermäßige E-Bikes. Ja. Okay. Ja? Play that fucking track! Are you ready? Ach so, los. Okay. Hast du denn die toten Tiere, die sich auf unseren Hütten befinden, alle selbst geschossen? Nein. Nicht. Dürfen wir hier parken? So, wir haben hier einmal Schilder für Stellplätze mit Strom. Das ist da nach links rüber und rechts ohne Strom. Und die bauen wir dann einmal eins hier hin und eins da hin. Okay, prima, haben wir das. Dann würde ich sagen Mittagspause. Tada! Mal, jetzt kannst du mal zeigen, was du wirklich in der Arme hast. Okay. Hallo, du sollst nicht deine Oma streicheln. Das habe ich einmal gemacht, das verfolgt mich mein ganzes Leben lang. Ja, dann mach mal richtig. Meine Güte, genau das hat sie auch gesagt. Ja, das ist jetzt halt ein bisschen lauter, hier wird halt auch gearbeitet. Oh, das sind diese Leute, weißt du, die nichts mehr körperlich machen. Beschweren sich wegen jedem Scheiß. Halt, hast du überhaupt geguckt, ob da auch kein Kabel herläuft da unten? Ja, aber warte mal ganz kurz. Nee, Stromanschluss ist da. Okay. Nageln wir den da dran? Ich glaube, die Zeit des Nagelns ist vorbei. Ja. Schraub das mal hier so fest. Ach so, okay. Drücken. Oh, jetzt drück doch! Jetzt schraub an. Gut. So, noch ein. Also ich muss mal eine Pause machen dazwischendrin. Das war ein Tagwerk, Manni. Ich würde sagen, wir haben uns jetzt ein Bier verdient. Du sprichst mir aus der Seele. Hast du ein leichtes oder ein alkoholfreies oder vielleicht einen Schwipschwap? Für so weit bin ich nicht zu haben. Manni, Prost. Prost, auf dich. Auf dich. Und morgen stellen wir das zweite Schild auf. Genau. Manni, bester Mann, Grüße an dieser Stelle. Meine Gäste heute sind Timo Bob und Musik kommt von Andreas Kümmert. Und der spielt zusammen mit unserer Showband Smack! Sendegebiet und darüber hinaus die beste Showband der Welt. Und sie werden gleich spielen mit Andreas Kümmer, der heute bei uns zu Gast ist. Das wird ein musikalischer Höhepunkt, das verspreche ich jetzt schon. Jetzt kommt mein Gast heute, den ich schon ganz lange nicht mehr gesehen habe, auf den ich mich wirklich sehr freue. Er ist ein multitalentierter, sehr, sehr erfolgreicher Comedian. Sie kennen ihn aus zum Beispiel der ZDF-Sendung Die Anstalt und aus vielen anderen Top- Kabarett-Fernsehformaten. Oder Sie kennen ihn von der Bühne. Er ist ein fantastischer Bühnenkünstler, ein super Kabarettist. Besuchen Sie ihn unbedingt. Können Sie jetzt auch machen, denn er ist mit seinem aktuellen Programm auf Tour auf der Suche nach dem verlorenen Witz, heißt sein Programm und auch irgendwie das Motto dieser Show. Ich freue mich sehr, dass ihr heute bei uns bist, meine Damen und Herren. Hier ist Timo Wopp! Als hätte
hätten wir es geprobt, als hätten wir es geprobt. Oder Wahnsinn, was für ein Timing, was für eine Ansage. Ich bin froh, dass ich hier bin. Ich freue mich sehr. Ich bin auf der Suche nach dem verlorenen Witz. Ich hoffe auch sehr, dass ich ihn hier in dieser Sendung finden werde. Das teile ich mit Pierre M. Krause. Aber natürlich bin ich eigentlich auch nur Lunte für das Feuerwerk, das Andreas Kümmert hier nachher abfackeln wird. Also insofern wollen wir mal schauen. Ich bin froh, dass ich überhaupt noch hier rechtzeitig angekommen bin. Ich muss dazu sagen, ich komme aus der Stadt mit dem größten Passivflughafen der Welt. Genau, aus Berlin. Ich bin aber gebürtiger Oldenburger. Oldenburg, Niedersachsen, kennt man? Niedersachsen, hinter jeder Idylle lauert die Gülle. Meine Heimat, auch noch Oldenburger Land, da wo Mensch und Tier enger zusammenleben, als es von der Natur vorgesehen war. Erklärt auch ein bisschen meinen Humor hier heute Abend. Ich muss mal eins sagen, Baden, Baden, ihr schockiert mich. Ein unfassbar junges Publikum hier heute Abend. Das ist, was wird da so höhnisch gelacht? Der ein oder andere macht denken, Mensch, der neben mir ist auch ein bisschen angegraut. Aber nee, 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 nee. Ich bin ja froh, wenn ich im Kabarett mal Zuschauer habe, die beim Lachen noch das Wasser halten können. Nein, nein, das macht einen Unterschied auf der Bühne. Also, geruchlich. Also im Sommer, je nachdem, wie der Wind steht. Aber ich weiß nicht, ich hatte Ende Mai in Open Air in Stade, oben bei Hamburg, als ich die Bühne betrat und in diese riesige Baumwollplantage geguckt habe, dachte ich mir, ach so. Deswegen heißt die Gegend hier Altes Land. Ja, und nach 3 Minuten auf der Bühne wusste ich, hey, es ist Spargelzeit. Also insofern ist es sehr angenehm für mich. Ich glaube, eine Sache wurde vorhin vergessen. Wir wollen ja hier niemanden ausgrenzen. Eine Gruppe ist gerade immer sehr beleidigt, wenn man sie ausgrenzt. Deswegen begrüße ich nochmal ganz explizit alle AfD-Wähler hier heute Abend. Wird gedacht, man hat jetzt immer, nein, mal im Kabarettpublikum ist immer so 10, 11, 12% AfD-Wähler mit dabei. Wollen wir kurz klären, wer von euch hat bei der letzten Bundestagswahl AfD gewählt? Vielleicht mal ganz kurz. Ist nur Fernsehen, Kameras sind drauf, könnt ihr euch gerne. Ist zu indiskret, ne? Das kann man so nicht fragen, das muss ich anders formulieren. Wer von euch kennt jemanden hier im Raum, wo er sich ziemlich sicher ist, dass er AfD gewählt hat? Ja, gerne mit Fingern drauf zeigen. Denunzieren, das ist eine ganz unterschätzte Kulturtechnik. Ich mache das ganz viel, mit dem Finger auf Leute zeigen. Ich fahre ja unfassbar oft mit der Bahn. Jedes Mal, wenn der Schaffner reinkommt und sagt, jemand zugestiegen, stehe ich immer auf und sage, guck mal, der. Macht man sich ganz viele Freunde mit. Wobei, wen will man noch zum Freund haben? Oder immer schwieriger zu sagen. Ich meine, wir haben Rechtspopulisten im Bundestag. Ich habe gerade auf dem Weg hierher gelesen, in Bayern überproportional viele Reichsbürger. Im Osten haben Verschwörungstheorien Hochkonjunktur. Es wurde neulich im Feuilleton von der großen deutschen Tageszeitung die Frage gestellt, ob wir nicht anfangen sollten, um all diese Vögel wieder zurück ins Boot zu holen, so einzelne Verschwörungstheorien durchaus ein bisschen ernster zu nehmen. Wo ich dachte, da stößt bei mir aber Alkohol an die Grenzen seiner Möglichkeiten. Aber es ist ein bisschen das Problem, eine kranke Scheiße in postfaktischen Zeiten. Angeblich, wir sind immer noch umgeben von Fake News, falsche Nachrichten, was stimmt noch, was stimmt nicht. Ich musste gerade mein letztes Programm für Dreisat auf 30 Minuten zusammenkürzen. Ich habe erstmal die Inhalte rausgeschmissen. Was weiß ich, was nächste Woche noch Bestand hat. Und wenn ich mal den Mut habe, auf der Bühne einen Fakt präsentiere, es kommt garantiert der Zwischenruf von diesen 10, 11, 12%. Nein, Mann, das stimmt nicht. Das sagst du nur, weil du auch so ein Systemkabarettist geworden bist. Das musst du sagen, du Idiot. Die Zwischenrufe sind so heftig geworden. Heute Abend ist ja noch harmlos. Also nicht nur bei mir so, auch bei den Kollegen. Es war auch international so. Es ist wirklich wahr. Ich habe gerade gelesen, dass bei der London-Premiere des Theaterstücks Das Leben der Anne Frank die Anne Frank-Darstellerin wohl so schlecht gewesen sein soll, dass das erste Mal, als die Gestapo die Bühne gestürmt hat, jemand aus dem Zuschauerraum gerufen haben soll, die ist im Schrank. Ich frage euch, wie soll man das auf der Bühne noch toppen, oder? Man kann gar nicht mehr heftiger sein als die Realität. Man kann auch gar nicht mehr absurder sein als das echte Leben. Ich stelle das immer wieder fest. Guck mal, ich hatte letztes Jahr am 30. Juni eine Veranstaltung unten in Passau. Und 30. Juni 2017, die Friseure im Raum erinnern sich? Genau, es war genau der Tag, an dem die Ehe für alle in diesem Land durchgewunken wurde. Na, so viel Klischee muss sein, oder? Ich fand das ja auch toll, ich fand das super, Ehe für alle, dachte mir, längst überfällig. Ich hatte ein bisschen unterschätzt, ich war im tiefsten CSU-Land gelandet. Taxifahrer neben so Bild-Zeitung geöffnet, war so ein Artikel darüber. Meinte ich, hier, guck mal, haben gerade abgestimmt, ist jetzt durch, ist doch toll. Meinte er vorne, ja, das ist jetzt toll. Das finden jetzt auf einmal alle toll. Wissen Sie, was das Problem damit ist? Ich sag's Ihnen, das Problem ist, denen erlauben's jetzt auf einmal alles. Als erstes erlauben's denen die Homo-Ehe, als nächstes erlauben's denen noch Sex mit Tieren. Wo ich mir dachte, das ist doch nicht der nächste logische Schritt, oder? Ich weiß nicht, wer davor Angst gehabt hat hier heute Abend, aber
Ich kann euch alle beruhigen, gerade im Theater. Wir haben viele homosexuelle Kollegen, ja? Es ist noch nie einer in der Garderobe auf mich zugekommen und meinte, also Timo, ganz ehrlich, der Sex mit Gregor ist echt geil, aber ich glaube, heute kann ich noch einen Pinguin knallen. So. Zumal auch die rechtliche Grundlage für Geschlechtsverkehr, zumindest in unseren Breitengraden, ist ja immer noch das gegenseitige Einverständnis. Und da scheidet so ein Pinguin ganz klar aus, oder? Ich meine, wie soll der das auch zum Ausdruck bringen? Irgendwie so, ich hab aber Nein gesagt. Nein heißt Nein. Das war's von mir. Schönen Dank fürs Zuhören. Dass die Hand mit dem du gerade bei den Stirn gegangen hast. Natürlich. Timo Bob, meine Damen und Herren, es ist richtige Arbeit. Nur wer wirklich arbeitet, schwitzt auch. Vor allen Dingen bei gefühlten. Weißt du, das ist es mir wert. So, wunderbar. Dieser Schweiß, er wird dich antreiben. Ja. Besser als Diesel. Sehr schön, dass du mal wieder da bist. Ein fantastisches Stand-up und ein fantastisches neues Programm auf der Suche nach dem verlorenen Witz. Wo ist er, Timo? Wo ist der verlorene Witz? Wo ist der Witz? Man fragt sich in diesen Zeiten. Vor allen Dingen, wann in diesen Zeiten Politiker und Präsidenten von irgendwelchen Verfassungsschutzen die heftigeren Witze machen als wir. Wo man sich fragt, was sollen wir in dieser Zeit noch machen? Wo Donald Trump irgendwie so die Normalität verschoben hat, dass man sich selber denkt, muss ich ja nicht auch noch polarisieren? Das macht der ja schon alles. Man liest so oft irgendwelche Twitter-Beiträge von dem, wo man sich denkt, ach Mist, ist ja gar nicht vom Postillon. Also insofern ist das in der Tat eine große Herausforderung, in diesen Zeiten den richtigen Witz zu finden. Sind für dich diese extremen Zeiten mit sehr vielen ernsten Themen, die man durchaus auch humoristisch präsentieren kann, sind das bessere Zeiten für dich als Kabarettist? Oder sagst du als Mensch auch, eigentlich ist gerade auch wirklich kritisch? Na, ich finde, es sind nicht bessere Zeiten, weil es ist ja so, dass natürlich alle ankommen, ihr könnt euch ja gerade über zu wenig Material wohl nicht beschweren. Ja. Ey, ich sag nur Trump, ich sag, der ist ja wahnsinnig, müsst ihr mal was zu machen. Jeder macht was dazu. So. Die Leute sind ja so müde geworden, noch den nächsten Trump-Witz oder den nächsten Seehofer-Witz zu hören. Und insofern muss man gerade im Abendprogramm da schon ein bisschen mehr über die Meta-Ebene kommen und ein bisschen anderes Gag-Material liefern, wo man eben nicht so, die Tagespolitik ist ja durch. Aber du machst schon immer eine Aktualisierung deines Programms. Also du wirst dann zum Beispiel sagen, mein Gott, hoffentlich steht die Mauer noch, sonst muss ich die Hälfte vom Programm umschreiben oder so. Was mache ich jetzt mit meinen ganzen Ossi-Witzen? Ja, genau. Ich war gerade letzte Woche wieder in Dresden, dem Mekka der Islamphobie, wie es immer... Ne? Kann man so sagen, ne? Mekka der Islamphobie, das ist doch so Common Sense. Ich meine, da pilgern Leute jeden Montagabend hin, um in den Kreis zu laufen und ihrem Glauben zu frönen. Also so Religionsgemeinschaften unterscheiden sich ja dann doch nicht so sehr voneinander. Insofern, das muss man sich schon fragen. Man muss sich dem Zeitgeist ja auch relativ schnell anpassen, wobei man nicht immer jeder Sau, die gerade durchs Dorf getrieben wird, auch zu viel Aufmerksamkeit schenken muss. Weil ganz oft denkt man sich, boah, das ist ein krasses Thema, da muss ich was zu machen. Ja. Und zwei Tage später merkt man, oh, war ja gar kein Thema. War kein Thema. Es ist ja durch. Und ich war vielleicht der Gefahr ausgesetzt, es zum Thema zu machen. Ja, so, ne? Genau. Ich habe zufälligerweise Bälle da. Das ist nicht dein Ernst. Doch, ich habe tatsächlich Bälle da. Und ich weiß, es ist so albern, aber komm, es ist immer für einen guten billigen Applaus da. Denn es wissen viele nicht, Timo Wopp ist nicht nur ein redegewandter Kabarettist, sondern auch ein toller, begabter Jongleur. Fang. Bist du? Fang. Hast du gefangen? Ja, ich hab's gefangen. Komm einmal. Du hast aber auch sehr gut geworfen. Aber ich stehe dafür nicht extra auf. Ich sage immer, fürs Kabarett. So, guck mal hier. Das kann jeder Idiot. Nein, das kann nicht jeder Idiot. So, ich kann hier so, das kann ich machen. Gerade im Sitzen hier das und das. Und wäre ich Publikum, ich würde ausrasten. Hier. Und ist das der Wahnsinn? Guck mal, ich stehe noch nicht mal auf dafür. Jetzt darf ich ganz kurz. Opa, hier. Darf ich ganz kurz. Komm mal bitte. Ist das... Ich muss dir das zeigen, Timo. Ich bekomme gerade die schönste Regieanweisung von unserem Aufnahmeleiter hingehalten. Die sieht so aus. Das hat nichts mit deiner Qualität als Jongleur zu tun. Ey. Die schönste Regieanweisung, die ich jemals versuche ich hier 10 Minuten über Inhalte zu kommen. Ach, Inhalte sind noch nicht. Dann mache ich den Zirkus Kasper. Ne, und dann steht da, Gast muss raus. Was soll ich noch tun? Soll ich... Bring das nächste Mal... Nee, das machen wir nicht. Bring das nächste Mal bitte Hundewelpen mit. Du magst... Dann haben wir es.
Magst du mir noch mein Säcklein geben? Sehr gerne, aber lass uns das machen, während wir uns den nächsten Film anschauen. Also, dann machen wir. Also wir wollen einen guten Abschluss erstmal machen. Wir machen jetzt erstmal Abschluss, wir gucken jetzt noch ein Filmchen an. Und zwar, ich war ja campen und das muss jetzt noch gesendet werden. Ich habe gehört, du bist auch mit so einer Hippie-Mentalität aufgewachsen. Ne? Deine Eltern waren Hippies. Meine Eltern waren keine Hippies, aber so klassische Alt-68er-Eltern. Und der schlimmste Urlaub, den wir hatten, war, als wir so gerade in die Pubertät gekommen sind, mein Bruder und ich, es war ein FKK-Urlaub in Frankreich. In Frankreich? Ich dachte in Frankfurt. Und das erklärt auch so einiges bei meiner Humorrichtung, glaube ich. Das verstehe ich. Das lässt tief blicken und weckt auch ein bisschen Mitleid in uns. Also es war nicht alles leicht unter Kohl. Sehr schön, hat Hannelore auch gesagt. Den müssen wir schneiden. Jetzt nein, den müssen wir drin lassen. Der letzten Ausgabe. Ich möchte ein bisschen Entschleunigung machen und ich war deswegen beim Yoga, beim Camping. Das schauen wir uns jetzt an, ob Sie wollen oder nicht. Tischtennis. Frank! Hi Pierre! Sag mal, was kann man denn hier tun, um etwas zu entspannen? Träumen durch die Gegend laufen? Ja, das kann ich. Ja? Oder Yoga? Nee, Yoga ist das, wo man sich verbiegen muss, ne? Ich lass mich nicht verbiegen, ich bin Journalist. Wir haben hier also eine nette junge Dame, die sich für sowas zur Verfügung stellt, gegen den entsprechenden Obolus natürlich. Ja, dann mache ich halt Yoga. Wo nochmal? Hinten auf der Wiese. Wo sonst? Ja? Bis später! Mach's dir bis dahin gut! Dankeschön, ich mach's mir bis dahin gut! Tschö. Ich bin Pierre. Hallo, Tanja. Hallo. So, dann machen wir jetzt Yoga. Hast du Fragen an mich? Was erwartest du von einer Yogastunde? Was bringt Yoga einem sportlichen, muskulösen, jungen, gut aussehenden Mann? Und was bringt es mir? Zum Beispiel mit Stress besser klarzukommen. Hallo. Wir machen Yoga. Falls wir zu laut Yoga machen, sagen Sie Bescheid, ne? Das ist okay. Na, man muss ja ein bisschen auch Rücksicht nehmen auf die Leute. Wenn wir sehr laut Yoga machen. Den Oberkörper nach links drehen und dann einatmen. Und dann locker nach rechts drehen und ausatmen. Erinnert mich so ein bisschen an eine Aftershow-Party bei irgendeinem Medienpreis. Leg mal die Hände so an deine Schultergelenke, dass du so die Außenkante. Das mache ich sehr oft, wenn so Paparazzi kommt und wieder dieses traurige Single-Leben des Pierre M. Krause dokumentieren wollen. Dann stelle ich mich manchmal so hin. Ja, super. Ich weiß gerade gar nicht mehr, welches meine Hände sind. Beides, ne? Ja, okay. Warum tust du das? Wie lenke ich denn meine Achtsamkeit auf mich? Schließ einfach mal die Augen. Warum lachst du? Hast du mir gerade in der kurzen Zeit einen Penis auf die Stirn gemalt? Nein. Vielleicht magst du die Füße ein Stück weit wegschieben, weil du solltest aufrecht sitzen bleiben. Achso, ich dachte, weil sie riechen. ich dachte, du sagst zu mir, vielleicht magst du deine Füße ein bisschen wegschieben von mir. Und dann komm noch einmal mit geschlossenen Augen in den Schneidersitz. Geschlossenen Augen, das ist aber auch anspruchsvoll jetzt. Wenn man die Augen nämlich zu hat, dann schärfen sich die anderen Sinne. Mhm. Ich habe da so eine Ultra-Frequenz-Schalltechnik. Ja. Gut, das klappt nicht immer. Das ist jetzt bei besserem Licht ist das klappt das besser. Let me get my freak on. Okay. Und jetzt? Jetzt heb den Kopf und den Oberkörper so weit an, dass wir uns anschauen können. Und heb die Oberschenkel an. Oh Gott. Und atmen. Das atmen. Geht? Das ist physikalisch nicht möglich. Stopp, atmen. Das war gut. Ich bin entspannt. Namaste. Namaste. Ja. Das ist sozusagen Ende. Genau. Okay. Mach nochmal.
Namaste. Entschleunigung heute in der Show. Vielen Dank an Tanja Med-Weber und vielen Dank nochmal an das Fellendorf Pulvermacht. Ich muss ganz kurz erklären, eben haben wir ja unseren Gast freundlich rausgebeten. Es hatte einen Grund tatsächlich, Timo Wopp muss jetzt noch ein Autobahnteilstück einweihen, ist also nicht mehr bei uns. Er musste direkt los, weil er noch einen Zug bekommen müsste. Welcher Zug fährt denn um 0 Uhr bitte von Baden-Baden weg? Keine Ahnung. Jetzt kommt ein Mann, der damals vor allem viel Bekanntheit dadurch bekommen hat, dass er einen Gewinn sozusagen ausgeschlagen hat. Er ist aber vor allem deswegen bekannt, weil er eine absolute Ausnahmeerscheinung in der deutschen Musikszene darstellt. Eine sehr erfreuliche nämlich. Seine Musik kommt zu 100% von ihm und zwar aus dem Herzen, nicht nur aus dem Kopf. Er ist ab Oktober wieder auf Tour in Deutschland. Ich empfehle Ihnen, gehen Sie dahin, weil live ist es wirklich ein großes Fest. Er ist in Deutschland, Österreich und in der Schweiz unterwegs. Lost and Found heißt das aktuelle Album und wir hören jetzt die aktuelle Single Keep My Heart Beating und zwar, und das ist sehr schön, zusammen mit der besten Showband der Welt, nämlich zusammen mit Smith. Hier ist er live, hier ist Andreas Kümmert! Wie erwartet, vielen herzlichen Dank, Andreas Kümmert, Lost and Found, das aktuelle Album, Keep Up, Feeling by the Single. Vielen Dank an Timo Wappen, der schon weg ist mit seinem Programm auf der Suche nach dem verlorenen Witz, können Sie ihn live sehen. Vielen Dank auch an Smell, unsere Showband. Nächste Woche fallen wir aus, ohne Grund, aber dafür sind wir am 9. Oktober wieder da und dann ist Hella Hunsinn mein Gast. Bis dahin, vielen Dank und auf Wiederhören. Internet ist eine gute Sache. Die beste Erfindung seit der Erfindung des Wäschetrockners. Das Internet, würde ich sogar sagen, ist die viel bessere Erfindung. Allerdings kann man dort keine Wäsche waschen und trocknen. Wie komme ich jetzt von diesem Thema auf drei Knöpfe, die ich dir, lieber Internetbenutzer, jetzt zeigen möchte? Zum Beispiel diesen Knopf. Mit diesem Knopf kannst du den YouTube-Channel der PM Krause Show abonnieren. Du kannst aber auch, wenn du möchtest, hier drauf klicken, da drauf klicken. Und das Dritte, das sage ich dir erst dann, wenn du geklickt hast.